Ja, vielen Dank, Frau Philipp Kucher von der SPÖ. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, also Politik ist manchmal, glaube ich, schon ein hartes Geschäft. Da setzen sich kurz und stark hin, erzählen überall herum. Das ist die allerbeste Gesundheitsreform, die es jemals in Österreich gegeben hat. Alles wird besser, alles wird super. Und dann passiert was ganz was Ärgerliches. Es gibt sowas wie Fakten. Und es gibt Menschen in Österreich, die sich die Mühe machen, quer durch alle Parteien, Experten und Experten, die schauen sich das Ganze an und kommen drauf, das, was da erzählt wird, stimmt ja mit den Fakten gar nicht überein. Und sie kommen drauf, dass die allerbeste Gesundheitsreform aller Zeiten für die Patientinnen und Patienten, für die kranken Menschen in dem Land gar nichts verbessert. Und man hätte sich als Bundesregierung ja auch hinstellen können und sagen können, ganz offen, als Bergbauer in Tirol, eine Lehrerin in Niederösterreich, ein Fliesenleger in Klagenfurt, ein Versicherungsvertreter irgendwo in Wiener Neustadt, ich weiß nicht, wo Sie herkommen, Herr Präsident, aber ich nehme in der Nähe. Okay, das wird dann berichtigt. Aber das, egal wo du herkommst in Österreich, egal welchen Beruf du hast, jeder Mensch, der gleich gute Gesundheitsversorgung verdient. Das kann Unterschied machen darf, in welcher Region du aufwachst. Wenn ein Mensch krank ist, verdient er die allerbeste Gesundheitsversorgung. Und da gibt es aber nur eine Partei in Österreich, da muss man zumindest sagen, die ist so ehrlich, die sagt, na, ganz so darf es nicht sein. Um Gottes Willen, alle Menschen gleich gut versorgt. Das passt nicht zu unserem Weltbild. Das ist die ÖVP. Die ist ja gegründet worden dafür, dass sie sagt, es gibt sowas wie Klientelpolitik, dafür braucht man die Bünde. Ja, stellt euch vor, wenn auf einmal eine gleich gute Gesundheitsversorgung für alle Menschen da wäre, dann braucht es auf einmal keine ÖVP mehr. Und ich sage dann auch so ehrlich, ja, und ich sage dann auch so ehrlich, die ÖVP, ja, es ist ja natürlich gerecht aus Sicht der ÖVP. Die einen kriegen das Zahnimplantat gezahlt. Und bei den Hackler ist eh wurscht, ob die sich die 10 leisten können oder nicht. Das ist zumindest ehrlich aus Sicht der ÖVP. Ein bisschen schwieriger wird es dann nur bei der FPÖ. Die schreibt nämlich dann im Wahlkampf rauf auf die Plakate Fairness. Fairness ist auf die Plakate gestanden. Der Clubobmann sagt Bravo zur Fairness. Das ist ein Nachteil, wenn man englische Begriffe verwendet, dass man oft gar nicht weiß, was dann wirklich gemeint ist. Bleiben wir beim altmodischen Wort Gerechtigkeit. Ist es gerecht, dass der eine sozusagen der Bauarbeiter ein paar Euro gezahlt kriegt für eine medizinische Massage, die er braucht, und der Politiker 350 Euro? Ist das fair? Ist das fair? Das sind doch alles Dinge, wo wenigstens die FPÖ aufstehen müsse und sagen, der kleine Mann, von dem man immer redet, ja, für den kämpfen wir. Wo ist denn der kleine Mann? Kaum sagt dann einmal die ÖVP, das wird schon einen Grund haben, dass der kleine Mann klein ist. Da sagt er schon, jawohl, Sebastian Kurz, wir haben unsere Positionen aufgegeben, wir machen das, was die ÖVP den Großspendern versprochen hat. Das ist leider für mich das Schlimme, dass wir dann in Österreich jetzt eine Form erleben, wo vor allem die Regionen nichts draus haben, weil ich sage auch, ich war vor einigen Jahren einmal in Tirol, ja, ich glaube, dass ich Osttirol einigermaßen kenne, einmal von einem Urlaub, ich fahre immer wieder nach Wien durch die Steiermark durch, aber ich hätte doch nie auf die Idee kommen, dass ich dann den Tirolern erkläre, was die beste Gesundheitsversorgung ist, oder weil ich durch die Steiermark durchfahre, wie wunderwutzimäßig in der Steiermark auskenne. Aber nein, die Frau Ministerin vom Schreibtisch aus in Wien, die weiß ganz genau, was du in den Regionen in Österreich brauchst. Das machen wir vom Schreibtisch aus, das ist die Politik dann leider von Schwarz und Blau in Österreich. Und der letzte Punkt, was wirklich ein Wahnsinn ist, ja, der einzige Punkt, wo sich dann der Herr Strache, das kann man im Profil nachlesen, wirklich eingekaut hat, das waren die Privatspitäler. Weil er dann offen sagt, wir werden alle nicht jünger, die Zeiten ändern sich, man kriegt vielleicht ein paar Falten. Das ist doch wichtig, dass die Botox-Behandlung dann im Privatspital bestens auch abgedeckt ist. Dafür muss man kämpfen. Das war die Forderung vom Herrn Strache, für die er sich wirklich eingesetzt hat. Und von der Rechnungshofpräsidentin bis hin zu den Landeshauptleuten. Es hat so viele Kritikpunkte gegeben. Wenn das wirklich so eine Weltklasse-Reform ist, dann müsste man nicht immer wieder nachbessern. Dann hätte der eigene Verfassungsdienst sagen, dass das alles ein Murks ist. Bitte seid doch ehrlich, alle hier in diesem Raum wissen, dass das ein Murks ist. Kehren wir zurück zu den Verhandlungen, machen wir was Gescheites, dass es keinen Unterschied mehr macht, welchen Beruf du hast, wo du lebst, gleich gute Gesundheitsversorgung für alle Menschen in Österreich. Scharfe Kritik, vor allem an der FPÖ, kommt vom SPÖ-Abgeordneten Philipp Kucher. Die Partei habe mit Gerechtigkeit und Fairness geworben. Diese vermisst er allerdings bei der Krankenkassenreform.